Wolfgang Bosbach, wir hatten oder Sie hatten gestern schon mal kurz die Hochzeit Ihrer Tochter angesprochen. Jetzt war Helge Braun, der Kanzleramtsminister, heute bei uns im Gespräch, heute früh, und sagt, Familienfeiern im Sommer und im Spätsommer, stellen Sie sich mal nicht darauf ein, dass das funktioniert. Was haben Sie bisher, beziehungsweise was hat Ihre Tochter nach dem gestrigen Tag mit der Hochzeit gemacht? Ist die schon abgeblasen? Ja, die haben wir heute leider absagen müssen. Da sind natürlich viele Tränen geflossen. Wir sind ja zum zweiten Mal betroffen. Thema Luftfahrt. Meine mittlere Tochter Nathalie war oder ist ja noch bei Germanwings beschäftigt. Da stehen 1.400 Arbeitsplätze auf dem Spiel. Und da geht es übrigens nicht nur ums Geldverdienen. Meine Tochter ist mit großer Begeisterung in der Luft gewesen für Germanwings. Also wenn der Staat sich engagieren würde, wäre es schon schön, wenn er das auch tun würde, mit dem Ziel, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Und da denke ich nicht nur alleine an meine Tochter, sondern auch an die 1.399 Kollegen, die noch bei Germanwings sind und die keine Ahnung haben, wie es weitergeht. Da ist natürlich der Raum Köln-Bonn, auch mein ehemaliger Wahlkreis, in besonderer Weise betroffen. Also erstmal haben wir die Tochter Nummer 2 getröstet. Heute müssen wir die Tochter Nummer 3 trösten, weil die Hochzeit ins Wasser fällt. Im Moment sind beide so enttäuscht, dass sie sich auch nicht um einen neuen Termin bemühen, weil sie sagen, Papa, denken Sie ans Restaurant, denken Sie an die Band, die bestellt worden ist. Die wollen alle wissen, wie geht's denn weiter? Muss man ehrlicherweise sagen, wir wissen es nicht, wie die Lage im Juli, August, September sein wird. Also erstmal ist alles abgeblasen. Man freut sich, man verschickt Einladungen, man hat ein Hochzeitskleid gekauft, dann steht man da mit leeren Händen. Aber der Bräutigam bleibt wohl bei der Stange. Das wollte ich gerade sagen. Unsere große Hoffnung und unser Mitgefühl gilt Ihnen und Ihrer Familie, Ihrer Tochter und vor allen Dingen unsere Hoffnung, dass das eben natürlich nur verschoben ist und natürlich nicht aufgehoben, Herr Bosbach. Wie konnten Sie denn Trost spenden? Das kann man nur, indem man sagt, denn das ist im Grunde kein Trost, aber es ist die Wahrheit. Es gibt Menschen, die viel, viel härter betroffen und getroffen sind. Zum Beispiel, weil sie in ihrer Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis Patientinnen und Patienten haben, die mit dem Leben ringen. Dass es viele gibt, die um ihre wirtschaftliche Existenz fürchten und dass es doch gut ist, dass man eine große Familie und keine existenzielle Not hat. Eine Hochzeit ist natürlich ein besonderes Erlebnis, jedenfalls in den meisten Fällen, ja nur einmal im Leben. Und da freut man sich drauf, da bereitet man sich monatelang vor. Das heißt, das, was ich jetzt gesagt habe, ist kein echter Trost. Aber ich glaube, in ein, zwei Wochen sieht die Welt wieder anders aus, gerade wenn man das mal vergleicht mit schweren Schicksalsschlägen, die andere Menschen in dieser Zeit erleiden müssen.